Kneipe und Kulturgebiet. Pünktlich zum Frühlingsanfang öffnete im Herzen Bonns das Kleistreich. Unter dem Motto Einfach ankommen, willkommen zum Wirtschaftsstudium, begrüßte Gastgeber Stefan Kleist die mehr als 100 geladenen Gäste in seiner neuen Kleinkunstkneipe in der Endenicher Straße. Neben dem Thekenbereich und einem stilvoll eingerichteten Tanzraum hat das Kleistreich auch ein gemütliches Wohnzimmer. Dort, wo künftig eine Sofaecke zum Verweilen einlädt, spielte die Liveband Bonstar Unplugged und sorgte für beste Stimmung unter den Premierenbesuchern. Doch nicht nur die Musik spielt eine große Rolle im neuen Szene-Lokal. Sinnesfreuden, so lautet die Philosophie des Kleistreich. Ja, einfach ankommen ist unser Slogan. Einfach ankommen, das heißt, es hat einerseits etwas mit Entschleunigung zu tun. Das heißt, die Gäste, die zu uns kommen, die sollen sich wohlfühlen durch Akzente verschiedener Art. Zum Beispiel sehen, schmecken, hören spielt bei uns eine Rolle. Sehen, da arbeiten wir mit Akzenten wie zum Beispiel Licht. Wir haben ein spezielles Lichtkonzept bei uns, was sehr, sehr schön ist und sehr atmosphärisch ist. Wir haben sehr, sehr schöne Akzente durch Möbel, zumindest in dem hinteren Wohnbereich gesetzt. Das heißt, in diesem Wohnzimmerbereich, wo man sich einfach, dieser Raum lädt einfach ein zum Wohlfühlen. Einen Ehrenplatz hat auch der prominente Namensvetter des Besitzers bekommen. Heinrich von Kleist und der original zerbrochene Krug von Endenich grüßen an der Theke, wo eine breite Getränkeauswahl auf die durstige Kundschaft wartet. Wer sich jedoch im Bonner Nightlife etablieren will, muss seinen Gästen einiges bieten. Da reicht nicht nur ein kaltes Kölsch, weiß auch Gastronom Stefan Kleist. Wir haben uns überlegt, dass wir einmal im Monat ein Event machen. Auch nicht immer Fokus Musik. Das kann auch mal ein Flamenco-Abend im Sommer sein. Oder ja, wie gesagt, ein Live-DJ, der zum Beispiel in den Mai auflegt. Also hier darf auch getanzt werden. Der mittlere Raum lädt ja auch dazu ein. Die Disco-Kugel, das war so ein Accessoire, was mir wichtig war. Das kann auch mal eine Lesung sein, das kann auch mal eine Vernissage sein. Wir haben schon ein paar Bilder, die wir aufhängen wollen. In der nächsten Woche sehr, sehr schöne Bilder von einer Künstlerin. Also ein Forum für Kleinkunst. Auch der gebürtige Kanadier und Wahlendenicher Bill Mockridge, den Freunde und Fans aus der Lindenstraße und dem Springmaustheater kennen, ließ es sich nicht nehmen, Stefan Kleist und seinem Team einen guten Start zu wünschen. Also ich habe von der Kneipe gehört und habe gesagt, ich will unbedingt da vorbeigehen, will dem Stefan alles Gute wünschen. Ich finde es so bereichernd, wenn wir eine neue Kneipe hier in Endenich haben, und zwar eine Kleinkunstkneipe natürlich, weil da schlägt mein Herz. Und ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er sehr viele anregende und kreative Abende hier machen wird. Bin ich sicher, dass er das machen wird. Also Stefan, mach's gut. Musikern, Malern und anderen Künstlern, vor allem dem ambitionierten Kulturnachwuchs, soll im Kleistreich regelmäßig eine Plattform für Begegnung, Performance und Genuss geboten werden. Damit wendet sich das Kleistreich nicht nur an das studentische Publikum, sondern an alle, die es kneipig, ursprünglich und authentisch mögen.